Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute und liebe Freunde, zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Und ja, dieses Thema, wie ihr sehen könnt, ist natürlich schon ein bisschen älter, nicht sehr alt, aber aufgrund, dass mich wirklich die letzten paar Wochen mich immer Leute gefragt haben, was haltest du davon, egal jetzt ob auf Twitch Livestream, in den Kommentaren von Videos oder auf Instagram Privatnachrichten und so weiter und so fort, habe ich mir gedacht, bevor diese Frage weiterhin tausendmal gestellt wird, mache ich einfach dazu ein Video und rede einfach offen und ehrlich über dieses Thema, was ich davon halte und was eigentlich jetzt passiert mit FIFA 20, Lizenzen, Juventus Turin und Cristiano Ronaldo. Und in diesem Sinne wünsche ich euch mit diesem Video viel Spaß. So, was ist eigentlich vor ein paar Wochen geschehen? Wir gehen ins Facebook, wir gehen auf Twitter, wir gehen auf Instagram, wir gehen einfach ins Internet und lesen von EA Sports bzw. von Pro Evolution Soccer, dass der Ronaldo und Juventus Turin in FIFA 20 ein Fake-Verein ist bzw. ein Fake-Spieler. Und wer daran schuld ist, ja, ist am Ende des Tages natürlich immer der Spielerhersteller selbst, weil er einfach die Rechte verloren hat, die Exklusivrechte. Und was ist genau passiert? Gehen wir das einfach gemeinsam kurz durch. Vermutlich viele von euch haben schon gelesen oder mitgehört oder erfahren oder was weiß ich. Nichtsdestotrotz gehen wir nochmal kurz detailliert darauf ein, bevor ich dann meine Meinung darüber wirklich preisgebe. Ja? Also, was bedeutet das grundsätzlich für FIFA 20, dass jetzt PS die Rechte von Juventus und Ronaldo und Co. hat? EA darf den Teamnamen, das Stadion, die Trikots sowie das offizielle Logo nicht mehr verwenden. Stattdessen wird in FIFA 20 eine Mannschaft namens Piemonte Calcio auflaufen. Die Spieler von Juve, inklusive Dybala, Can, Ronaldo, Buffon, sind weiterhin im Spiel vertreten. FIFA Ultimate Team ist davon nicht betroffen. Hier bekommen die Akteure lediglich neue Karten mit den entsprechenden Teamanpassungen verpasst. Das heißt, Logo, Name wird einfach anders sein, aber der Spieler wird trotzdem im Ultimate Team vertreten sein. So, dann natürlich auch kurz eine Randinformation, die auch für mich natürlich interessant ist. Abseits von Juventus Turin gibt es bislang keine weiteren Bestätigungen im Deal in dieser Form für Pro Evolution Soccer 2020. Alle Mannschaften werden sofort einer Ligenlizenz vorgelegt, in FIFA 20 im Original vorhanden sein. Darüber hinaus hat Konami jedoch kleinere Deals mit Schalke 04, Bayern, Barcelona und Chelsea. Ob in Zukunft das genauso passieren wird wie jetzt mit Juventus und Ronaldo in FIFA 20, dann in FIFA 21, wird man sehen. Aber zugleich, aber natürlich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es natürlich ein gefährliches Szenario in einer Art und Weise. Natürlich jetzt nicht zu dem heutigen Standpunkt, weil auch nächstes Jahr EA Sports das meistverkaufte Spiel sein wird, also FIFA 20. In diesem Jahr kommt es heraus, ja. Auch das meistgespielte Spiel, auch die Nummer 1 im E-Sport. Aber wir reden ja davon, von der Entwicklung. Wo sind wir in 5 Jahren? In 5 Jahren, wenn weiter dieses Szenario so passiert, dass gewisse Dinge einfach nicht umgesetzt werden, dass nicht auf die Community gehört wird, dass Lizenzen verloren gegangen werden, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass in den nächsten paar Jahren vielleicht sich die Waage, aktuell sieht sie so aus, langsam in diese Richtung bewegen wird, dass es vielleicht auf Augenhöhe ist oder irgendwann einmal auch überholt wird. Ja? Im Endeffekt des Tages geht es ums Geld. Und da, wo das meiste Geld ist, da wird auch natürlich grundsätzlich am meisten gespielt. Aber so wie ich es als Fußballfan kenne, habe ich immer das Spiel gespielt, wo ich einfach mit meinen Vorbildern spielen kann, mit meinen Stars spielen kann. Und Pro Evolution Soccer gab es mal gewisse Teile, wo ich sage, dieser Teil war definitiv besser wie FIFA. Aber aufgrund, dass es bei E-Sports kaum Turniere gibt, sondern nur ein großes Event oder halt nur kleiner oder nicht so großes wie in FIFA, zugleich einfach ich nicht mit irgendwelchen verschiedenen Namen und Mannschaften spielen wollte, war das der Grund, warum eben Pro Evolution Soccer immer
vom Wahrheitssystem immer da unten war und ihr Sports da. Aber wenn wir jetzt die Entwicklung sehen, was jetzt eben verkündet worden ist vor 2-3 Wochen, kann ich mir durchaus vorstellen, weil BS ja natürlich jetzt sehr viel Geld in die Hand steckt, so ein Deal kostet einfach Geld, solche Lizenzen kosten Geld, dass sie weiterhin Gas geben werden und wenn ihr Sports hier nicht einfach aufwacht und das nicht als Gefahr sieht, kann, wie gesagt, jetzt die nächsten 2-3 Jahre werden wir natürlich noch eSports, FIFA auf eSports-Ebene auf höchstem Niveau spielen und wir werden Spaß haben und manchmal es hassen, aber wir reden von den nächsten 5 bis 6, 7, 8, 9, 10 Jahre und auch wie es hier super beschrieben ist, im Vergleich zu den TV-Rechtgaben, ja, sieht man ja jetzt, jetzt braucht man DAZN, dann braucht man Eurosport, dann braucht man Sky, man braucht grundsätzlich 3 Plattformen, Streaming-Plattformen, wo ich alle meine Ligen schauen kann. In FIFA sagt es so, dass es ein Spiel gibt, wo ich alles habe. Jetzt okay, mit einer Mannschaft mal nee, weniger, aber das ist jetzt überhaupt kein Schmerzensfaktor, der irgendwie wehtut, also von meiner Seite. Wie ihr das seht, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Die richtigen Juventus-Anhänger vielleicht schon, aber die E-Sportler und die das Casual spielen und das Spiel spielen allgemein, wird es jetzt nicht so abschrecken. Aber ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze seht, ob euch das wehtut, ob ihr sauer seid, ob ihr gerne trotzdem mit Ronaldo spielen würdet und deshalb vielleicht auch für euch eine Entscheidung ist, das Spiel nicht zu kaufen. I don't know. Beziehungsweise eben auch die Mannschaft Juventus in den richtigen Namen. Aber ich glaube, dass es vielleicht irgendwann einmal sein kann, dass es vielleicht in 10, 15 Jahren eine komplett andere Fußballsimulation geben wird. Also kein Pro Evolution Soccer und kein eSports, sondern irgendein anderer Hersteller kommt da in den nächsten paar Jahren und genauso ein Fußballsimulationsspiel programmiert und voll reincasht und voll Gas gibt. Weil Verträge sind natürlich nicht lebenslänglich. Und wenn der Vertrag aus ist und ich weiß das, kann ich natürlich vorher schon Vertragsverhandlungen führen, um den dann für mich zu gewinnen. Und das ist jetzt grundsätzlich passiert. Und wir wissen nicht, was in der nächsten Zeit passiert. Und das ist richtig spannend. Ich sage immer, ganz, ganz wichtig ist es natürlich, weil Konkurrenz belebt das Geschäft. Und aktuell war Pro Evolution Soccer, wie nochmal die Waage hierher gezeigt, überhaupt keine Konkurrenz. Hat überhaupt nicht geschmerzt. War total uninteressant. Ja, man sieht ja auch, dass viele Pro Evolution Soccer Spieler wie Hahn und Co. einfach zu FIFA gewechselt sind, weil einfach dort mehr Möglichkeiten gibt. Man verdient mehr Geld, man kriegt mehr Sponsoren. Vom Streaming her, vom YouTube-Content, alles spricht dafür. Aber was ist das jetzt? Was ist jetzt das für ein Zeichen für die Zukunft? Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja. Ich verfolge das gerne. Ja. Ich bin noch offen für viele Dinge, weil, wie gesagt, Konkurrenz belebt das Geschäft und normalerweise muss jetzt eine Antwort kommen von eSports. Ja. Ich bin gespannt, wie das dann, wie gesagt, in FIFA 20 sein wird, vor allem im E-Sports-Bereich, wie viele Turniere gibt es, wie viele Preisgelder gibt es und so weiter und fort. Ob man da eine Verbesserung sieht, wie zum Beispiel gegenüber dem letzten Jahr und solche Dinge, weil wenn das passiert, dann weiß man, okay, oh, die Alarmglocken haben kurz mal geläutet und die EA hat sich zusammengesetzt, Meeting und gesagt, okay, wie können wir dieses kleine Szenario, was jetzt passiert ist, einfach reduzieren und uns nicht irgendwie spüren lassen oder bemerkbar machen lassen. Und da bin ich echt gespannt, wie FIFA 20 wird und was es im E-Sport, wie viele Turniere, wie viele Sponsoren, wie viel Geld etc. einfach sein wird, was es für Möglichkeiten sein wird. Und wenn es eine Verbesserung wird, wissen wir, dass die da auf jeden Fall nicht schlafen und schon einen Plan B aushecken für die nächsten paar Jahre. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann wird natürlich, der Kleinere immer stärker, stärker, stärker und wo die Reise hingeht, wird man dann am Ende des Tages sehen. Aber ich bin klipp und klar nochmal überzeugt, dass es kurzzeitig wehtat, aber nicht irgendwie auf Verkaufszahlen oder im E-Sport. Aber nur kurz schmerzhaft. Ja? Aber schmerzhafte Sachen gehen auch nach einer kurzen Zeit vorbei, wenn ich daran arbeite und die richtigen Ansätze mache. Aber wenn jetzt jedes Jahr irgendwie solche Dinge passieren, dann häuft sich das natürlich. Und dann kann irgendwann einmal der Wendepunkt schon kommen. Wie gesagt, ich wiederhole mich da, ich bin überzeugt, die nächsten paar Jahre werden wir eSports FIFA spielen, wird das meistverkaufte Spiel sein, das meistgestreamte Spiel, das meiste Fußball-Sportspiel mit dem Content, mit den meisten Turniere, mit dem Preisgeld und so weiter und fort. Aber
Wir müssen immer in die Zukunft denken. Ich bin immer schon ein Mensch, der langfristig und nachhaltig denkt. Und die müssen das auch tun. Und wie gesagt, so ein Pro Evolution Soccer, Konami, ein Riesenkonzern auch mit gut Geld und viel Geld. Wir wissen alles, was die chinesische Liga einfach bezahlt, den neuen Spieler, die da hinwechseln oder so. Ich habe jetzt gehört, Gareth Bale irgendwie in der Woche 1,2 Millionen oder so. Weiß es nicht, ob das stimmt oder nicht, aber es sind heftige Summen. Und diese Japaner, Chinesen, Koreaner, die darf man nie unterschätzen. Die sitzen schon auf ihr Geld und die sind auch intelligent. Sehr viel kommt von dort, von Fernsehentwicklung, Laptops, Handys und so weiter und so fort. Also da muss man echt aufpassen und ich bin echt gespannt, was da passiert. Und aufgrund, dass sie unbedingt von mir tagtäglich diese Frage beantwortet haben möchte, jetzt habe ich mir einfach gedacht, ich werde sie einfach in einem schönen kleinen Real Talk Video packen, wo wir einfach drüber sprechen. Und jetzt habt ihr ein bisschen so ein Statement von meiner Seite. Wie gesagt, mich stört es nicht, weil ich kein Head-to-Head-Spieler bin, weil E-Sport einfach im Ultimate Team stattfindet. Es gibt natürlich das eine oder andere regionale Turnier, wo Head-to-Head gespielt wird, oder so wie jetzt dieser ESL Gamescom Colonia Cup, aber das ist so klein, dass das einmal nicht schmerzt, wenn man dann mit einem anderen Namen spielt, wenn ich Juventus spielen möchte. Aber ich bin halt einer, der mit E-Sport in Pension gehen möchte, deshalb bin ich einfach sehr hellhörig und denke über sehr viele Dinge nach und arbeite immer sehr viel daran, dass ich einfach langfristig immer die richtigen Entscheidungen treffe und immer das Richtige auch für die Mario Army tue und auch sage und weiterentwickle. Und ich bin da echt gespannt, was da sich die nächsten paar Jahre tut, weil, wie gesagt, Konami hat schon Blut geleckt und wird weiter Blut lecken. Und das war schon einmal der Anfang, glaube ich, und es wird weitergehen. Und jetzt bin ich einfach gespannt, wie ihr Sports mit FIFA 20, FIFA 21 darauf reagieren wird. Und auch, wie es da unten schön geschrieben wird, von diesem Nico Switch, diese Lizenzgeschichten, das wird immer ein heikles Thema sein. Und bis dato hat immer diese Fußballsimulation gewonnen, die die meisten Rechte hat. Aber was ist, wenn sich das ausgleicht? Oder wenn einfach die besten Mannschaften nicht mehr zu spielen sind? Weil die besten Mannschaften haben die größte Community und die größten Anhänger. Wird das dann von den Verkaufszahlen spürbar sein? Wird das dann im E-Sport spürbar sein? Das sind echt Dinge, auf die ich mich echt in nächster Zeit freue, was da passiert. Und ganz ehrlich, ich bin einer, ich liebe Fußball, bin groß geworden, bin am Sportplatz groß geworden, ich lebe diese Sportart. Ob das jetzt XYZ ist, dieses Spiel, oder ABC oder FFF oder DDD, ist mir völlig egal. Ich will mein Hobby weiterhin zum Beruf machen, ich will meinen Traum verwirklichen und ihr wollt das genauso und euch wird das vermutlich dann auch egal sein, welche Spiele spielt. Hauptsache, hier kann ich meinen Traum verwirklichen und damit Geld verdienen, meiner Meinung nach. Aber bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt und bin natürlich auch auf euer Feedback gespannt zu diesem Video. Ja, meine lieben Freunde, das war die Antwort auf die Frage, die die letzten zwei, drei Wochen extrem häufig auf YouTube, Twitch, Facebook, Instagram und so weiter gekommen ist. Ich habe mir gedacht, ich habe die Zeit und möchte für die Mario Army einfach allgemein in einem Video diese Frage beantworten, dieses Thema durchgehen. Und ich hoffe, es hat euch grundsätzlich gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da bei diesem Video. Wenn nicht, lasst doch einen Daumen runter da. Ich kann mit Kritik und Feedback auf jeden Fall leben. Wichtig ist aber, dass ihr in den Kommentaren über dieses Thema mit mir gerne euch unterhaltet. Das heißt, schreibt bitte in die Kommentare, was ihr von diesem Szenario aktuell hält, wie ihr das aufgefasst habt, wie ihr in den nächsten Jahren darüber denkt, was passieren kann, wie ihr das Ganze sehen werdet. Lasst es bitte uns gemeinsam über die Kommentare austauschen, weil die Mario Army ist meine Familie. Ohne euch wäre das Ganze nicht möglich und Support ist kein Mord. Ein Daumen hoch, ein Kommentar ist auf jeden Fall, glaube ich, drin. Vor allem bei so einem Thema, was uns alle betrifft, alle Casual Gamer, alle nicht so guten, durchschnittlichen, guten Spieler, Profibereich, alle von A bis Z, die in den Laden gehen oder es runterladen und kaufen. Ja? Und deshalb, lasst es mich wissen, ob euch das Video gefallen hat, mit einem Daumen hoch, mit einem Kommentar. Wie gesagt, wenn es nicht feiert, dann auch gerne einen Daumen runter, aber dann schreibt es mir bitte in die Kommentare, seid so ehrlich zu mir, was euch daran nicht gefallen hat. Und sonst wünsche ich euch natürlich einen schönen Tag noch, einen schönen Abend und zu guter Letzt, vergisst nicht, meine Kanäle in der Linkbeschreibung zu abonnieren, weil ich bin auf Twitch mit einer neuen TV-Show, zweimal in der Woche online. Ich bin so aktiv, dass ich jeden Tag was poste für die Mario Army
Und das will ich einfach mit euch tagtäglich einfach weiter vergrößern. Und das geht nur mit euch, ohne euch geht das nicht. Und in diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute. MV hier auf YouTube abonnieren, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr gar nichts. Ich bin für heute raus. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.